like some rebels. Also, ich weiß nicht, was spielt ihr da? Kann man mal machen, wenn man keine Hobbys hat. Ja. Dafür gibt's auch extra einen TV-Sender für ältere Menschen. Geil. Also ich gucke mir dann nachts einfach so ein Kaminfeuer an. Bin Kommt ich wegen auch euch total Moment. Verheult. Oh. Ja. Du musst doch heute nicht mehr vor die Tür. Das ist jetzt unsere Schuld, weil... Weil ihr mich zum Lachen gebracht habt und ich deswegen angefangen habe mit Heulen. Haben wir noch einen Amethysten übrig? Nein. Hol du dir jetzt erstmal eine Gießkanne, sonst krieg ich gleich einen Affen. Hat der noch nicht einmal offen. Alles meine Radieschen. Sehr froh, dass du sie dir noch nicht von unten anguckst. Könnte bald passieren. Hat sich gestern eigentlich irgendjemand um die Hühner gekümmert? Du gesagt, dass du das machst? War das gestern? Ich glaub schon. Okay. Der Rest kann Schmeil machen. Faulensack auch was tun. Hey, wir haben schon die ersten drei Eier. Mach Mayo. Wo wir da beim Thema waren. Da ist die Mayo-Maschine. Genau, mach mal aus Eiern Mayonnaise. Genau, läuft schon. Ach, warte mal, auf. Fuck my life. Jetzt hat das wieder kaputt gemacht. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ja gut, normal macht's mal schon mal kaputt. Ehrlich? Mhm. Kennt ja verdammt nochmal. Nee, große Eier brauchen wir. Ah, alles klar. Ja, dann legt die normalen Eier doch mal in die Tür. Irgendwann nach Nichtbenutzung werden es bestimmt große Eier. Das sagt er jetzt und ich bin gerade nicht in der Nähe, ey. Komm lieber mal zurück und gieß das Zeug. Oh Mann, war der schlecht. Weil, wenn sie gar so groß sind, dann würde ich die doch mal raten, Handbetrieb oder so. Alles gut. Weißt du ja, irgendwann macht's dann Puff und weg war's. So ist das Leben. Bei Schmei genieße es noch, solange sie prall sind. Irgendwann werden sie schrumpelig und hängen. Ja, yeah, Altmännereier. Sie hängen ja immer tiefer, Baby. Oh Mann. Okay, ich stell grad fest, also Kupfergießkanne bringt noch keinen Radius. Ist doch wahrscheinlich erst die Stahlvariante, oder? Ja, aber du kannst doch zumindest mal drei in der Länge, oder? Nee. Hä? Nee, er macht nur ein einziges Feld. Es ist nur ergiebiger, bevor ich wieder an den Teich muss. Und braucht wahrscheinlich weniger Energie. Auch möglich. Jo. Ja. Aber was ist denn mit den Fischen los? Die mögen dich nicht. Mir kommt es auch so vor, wahrscheinlich hat die Schmeile alle verärgert. Ach, leck mich doch. Ich bin noch nicht mal in der Nähe, was willst du eigentlich von mir? Das willst du gar nicht wissen. Mhm.
Erdkristalle wohin? Ganz rechts wahrscheinlich, oder? Nee, ganz links. Ganz links, glaube ich. Okay. Einen brauche ich dann nachher eh gleich. Komm jetzt her, du blöde Fledermaus. Bisschen hört sich das an, als würdet ihr Minecraft gehen. Ja, nur in 2D. Mit 8-Bit-Grafik. Ich spiele das schon freiwillig, ne? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Trommelblock. Gibt das Geräusch einer Trommel ab, wenn du vorbeigehst? Na, Wahnsinn. Wow. Können wir unseren eigenen Beat machen? Hält sich jeder so ein Ding vors Haus und ab jetzt. Ja, Mann. Da muss man schon ganz taglich zu tun haben. I wanna feel the rhythm. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, bitte schneid das nicht raus, das soll nicht hier verewigt werden. Nö, da bleibt schon drin, keine Panik. Ich will mir da einen Klingelton machen, jedes Mal, wenn Schmeil irgendwas will von mir. Immer noch nicht das RCS-Team als Klingelton? Nein, was will ich damit? Hä? Ich bin enttäuscht. Oh, jetzt fängt er wegen dir gleich wieder an mit Heulen. Oh. Ich glaub, seitdem ich das neue Handy habe, hat mich noch niemand angerufen. Krasser Typ, krasser Typ. Total. Hat ja vor ihm auch noch nie einer gemacht, ne? Na, ich war der Erste. Er ist der Erste. Ein Level noch, dann hab ich. Wollt ihr ihm jetzt gleich ein Denk setzen oder wie sieht's aus? Was für ein Ding? Hä? Ein Denkmal. Ach, ein Denkmal. Wäre schön. Dann erinnert sich wenigstens ja, einer weißt, an mich. So ein Teil, wo du dann alte Kaugummis geben kannst und so. Sag, dann erinnert sich wenigstens einer an mich. Oder ein paar an mich. Ich hab einen neuen Angelspot. Die Drecksäcke. Level 60 in der Mine. Nice. Ach ja. Und ich habe eine Waffe für irgendjemanden. Für mich? Merk schon, ihr wollt mich gar nicht in den Dungeon runterlassen. 125 cm Hecht. Anfänger. Mal deine war 3 cm kleiner, oder? 3 ganze Zentimeter, wow. Das sagt er gerade gar nichts zu. Komm erst mal den 1,50 Meter Thunfisch ran, den ich in der Zwischenzeit rausgezogen habe. Ja, dafür gibt's keine Beweise. Oh, ich habe sogar 2 Schwerter. Ich nehme beide. Ich hätte gerne. Okay, das war's. Ich bin raus für heute. Das war jetzt einer zu viel, Peter. Oh. Beide in der ganz rechten Kiste. So ein Otto, ey. Ich krieg die Krise, echt. Ich bin kein Otto, du Hecht. Aber wenigstens bin ich ein Hecht, du Otto. Wer ist hier ein Horst? Stimmt, du könntest auch ein Helmut sein. Unglaublich hier. Hast du endlich was gefangen? Ich fang immer was. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 Fische. Bei deiner Zählweise bin ich mir nicht sicher, ob du dich rechnen kannst. Ja, die teilen sich immer unterschiedlich auf. Emotiert Eisen. Ja, ich kann jetzt aus 3 Kupferbarren einen Eisenbarren machen. Okay. Ich geh mal zu den Hühnern. Ja, Schmal. Das war Blumen ja. Blumen nicht pflücken. Hm? Blumen nicht pflücken. Nee, nee. Ui, wir haben wieder 3 Eier. Sehr schön. Jetzt habt ihr schon 6. Wow. Ja, für jeden 2 passt doch.
Ich merke schon, Tina nimmt das Spiel wirklich nicht an. Mayonnaise! Ey, unterscheiden die jetzt auch noch zwischen braun und weißem Ei, oder was? Ja klar, ja. Wie im Supermarkt. Was hast du erwartet? Und die Gießkanne ist leer. Tina schmeißt sich komplett weg. Ja, alles klar. Du darfst ich kann alles rausschneiden. Ich kann Tinas Verwunderung verstehen, nachdem wir hier die letzten 2 Jahre professionell Rocket League gespielt haben. Ja, das war bei dir. Entschuldigung. Was für ein Ding hat er professionell gesagt? Ja, ich weiß auch nicht, was er damit meint. Mensch, den Kristalldoll. Und das andere Schwert. Lasst mir doch mal wenigstens ein Schwert übrig, ey. Ich hab immer noch die Anfängerklinge. Ich nehm das Schwert. Da kann ich gleich Pixel durch haben. Das rostige, abgebrochene Scheißding hab ich immer noch. Ja, die sind doll. Die hauen sich da die Taschen voll, das geht gar nicht. Und dann meckern sie rum, wenn ich den ganzen Tag am Strand stehe und angle. Ich reiß doch da unten eh nix. Ach scheiße, ich hab die Blume gepflückt. Oh. Ich wollte doch nur gießen. Oh Mann. Unfähig bis zum geht nicht mehr. Oh Gott, ich sterbe. Nee, noch nicht. Ja, ich meine, echt wahr. Genau, Sascha, besorg mal Blumen. Am besten baue ich bei Schmeil auch noch 3 Stück an. Dann kann er sie da abbauen. Ich habe nur eine einzige gepflückt aus Versehen, nicht das ganze Beet, ihr. Oh. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Oh, ich raste gleich aus. Ich nimm mir mal den Amethysten, ne? Dann nimm halt. Bringt 600 Gold. Ihr habt jetzt nicht wirklich nur die rostigen Klingen in der Kiste gelassen, oder? Nein, Mann! Unten rechts und oben links ist der Dolch. Und mein altes Schwert. Immerhin kriegst du das alte. Ja. Beschweren darf ich sie jetzt auch nicht. Sag mal, wo ist denn Sebastian? Oben. Ach, merkst oben schon, rechts. Tina, die finden das immer noch lustig, ja? Also. Ich sag scheindeutig zu der Falschen. Und wenn ihr wüsstet, wie ich am Feuer bin. Fall mir jetzt nicht in den Rücken. Fall mir jetzt bloß nicht in den Rücken, Fräulein. Überleg dir ganz genau, was du sagst. Weil ich hier sitze in Tränen aufgelöst. Überleg dir genau, was du sagst. Ach, du kannst mir mal einen Arsch lecken, ehrlich, als ob. Oh Gott. Ihr macht mich echt fertig. Ist freiwillig hierher gekommen. Ich bin abgeschminkt, da läuft die Wimperntusche nicht mehr. Mein Bauch tut jetzt so weh. Gibt Muskeln. Sag mal, wo ist denn der hässliche Knüppel? Die würde man eh nie sehen, also. Was interessiert mich da, vielleicht ob da Muskeln Keller. Sind? Ja, und in sein Schlafzimmer komme ich noch nicht. Muss ich jetzt den ganzen Tag warten, oder was? Bis er halt rauskommt. Stalk ihn. Stalk ihn. Scheiße. Geht ein Unbekannter die ganze Zeit vor der Tür, bis er rauskommt. Gar nicht komisch oder sowas. Och ja, komm. Bleib da! Nein. Ein indischer Glaswelt. Ja, GZ? Was doch?
Was zur Hölle macht ein indischer Glasweiß hier bei uns? Urlaub. Kunden sofort? Urlaub. Und dann wird er gleich mal gefangen. Typisch. Ich hab Pech gehabt, würde ich sagen. Das ist ja eine ganz böse Kombination. Indisch und bayerisch. Mhm. Ja, bayerisch ja, allein ist schon schlimm genug. Da gibt's noch eine viel lustigere Kombination. Ich als Bayer mit meinem Englisch. Der Inder aus Pune mit seinem Englisch. Mhm. Der Österreicher, der ursprünglich aus Barcelona kommt, mit seinem Englisch. Läuft bei. Ja, grandios. Und die drei sollen sich mal verständigen. Kam der Emo doch mal aus seinem Haus raus. Spreche ab. Krass. Mhm. Abends um Summe. Ja. Einmal am Tag muss er was essen. Ja, nachdem er 6 Stunden lang, wie gesagt, vor dem Computer stand. Ja, du weißt eh, Jugend und so. Ja, du, hör mir auf. Seit gestern ist es mit meiner Jugend auch vorbei. Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, bei irgendjemandem ist schlechtes Wetter. Ein ganz ein kleines bisschen nur. Tobt sich gerade richtig aus da draußen. Ich hab die Super-Seegurke aus dem Meer. Alter, das ist ein Legendary oder sowas. Was bitte eine Super-Seegurke? In goldener Qualität. Eine seltene violette Variante der Seegurke. Plus 225 Energie, plus 90 Gesundheit. Mhm. Ja, Schmeil, hast du nichts verkauft. So nutzlos, Mann. Ist er den ganzen Tag beim Angeln und verkauft das Zeug, oder mal? Natürlich habe ich es mit reingeschmissen. Was willst denn du von mir? Ja, stopp. Wir haben 928 das Angeln gemacht. 744 bei mir auf dem Screen. Like some rebel.